Hallo, ich bin die Petra, Physiotherapeutin und Diplom-Sportlehrerin und heute ein Wasserflasche-Workout für den oberen Rücken, für schöne Schultern und straffe Arme. Hol dir bitte zwei Wasserflaschen aus Plastik, der Sicherheit wegen. Und ich habe ungefähr 1 Liter drin, du kannst auch etwas mehr oder weniger einfüllen. Wenn du nur 2 Drittel befüllst, dann hast du noch für die tiefe Muskulatur diesen Schwipp-Schwapp-Effekt. Oder ein paar Hanteln oder ganz ohne Gewicht mitmachen. Es geht schwerpunktmäßig um den Delta-Muskel. Der entspringt da, wo der Trapezius ansetzt. Es ist ein dreieckförmiger Muskel. Besteht aus 3 Anteilen. Der vordere Anteil entspringt vom Schlüsselbein, von der Clavicula, der mittlere vom Schulterblattdach, von Schulterhöhe, Acromion und der hintere von der Schulterblattkrete, von der Spina Scapulae. Und sie sitzen gemeinsam an am Oberarm. Und je nach Anteil ist die Funktion ganz einfach. Der vordere Anteil hebt die Arme nach oben, der mittlere zur Seite und der hintere nach hinten. Und je nach Anteil wirken sie mit bei der Drehbewegung, bei der Rotation. Aktiviere erstmal dein Powerhouse, Körpermitte einsaugen, schön aufrecht. Und wir machen uns in der Grätsche erstmal etwas warm mit Schulterkreise von vorne nach hinten. Rumpf mitbewege. Ganzer Arm. Faszien auseinanderziehe. Und dann hol dir deine 2 Wasserflaschen und achte bitte darauf, dass das Handgelenk neutral bleibt und bei den Übungen nicht nach vorne abklappt oder nach oben, also möglichst stabil halten. Wir sind in der Grätsche und wir schieben die Wasserflasche in verschiedene Winkelstellungen weg und Hüfte dreht mit. Rumpf in Drehbewegung bringen, Rotation, entspannt Schulter und Nacken. Und tut dem Rücken gut. Ja. Und dann bleib in der Grätsche, geh mal tief, Hüfte und lang ziehe, Standbein leicht beuge. Ja. Tief, Hüfte und strecken. Nach unten, Hüfte, lang ziehe. Knie Richtung Sprunggelenk. Tief, Hüfte, strecken. Tief, Hüfte, strecken. Ja, tief, Hüfte, lang ziehen, Schulterblätter nach unten. Tief, Hüfte, lang ziehen. Jetzt bleiben wir an der Hüfte, strecke uns und mache so einen Frosch für die seitlichen Rumpfmuskeln. Tief, strecke und Frosch. Ja, du kannst auch so gehen, tief, strecke und Frosch. Ja, Knierichtung, Sprunggelenke, Frosch. Knie nach außen. Nach oben. Ausatmen, nach unten, einatmen hoch und hier aus. Aus. Einatmen hoch. Jawohl. Und zum Lockern einfach mal Schulter hochziehen und ganz bewusst loslassen.
Schultern hoch zu den Ohren und loslasse. Nochmal Schultern hoch und loslasse. Wir bleiben mal so ein bisschen in die Grätsche und gehen mal schwimmen. Ja, du merkst schon, je ruhiger Grad, du kannst einfach die Kreise etwas kleiner oder größer machen, nach eigenem Trainingszustand. Und wechsel mal die Richtung. Wenn du sie kleiner machst, das spürst du ja, dann ist der Hebel kürzer und ist etwas einfacher. Ja, und locker dich ein bisschen aus. Und komm wieder in die Grätsche. Ja, und Gewichtsverlagerung auf eine Seite. Mir öffne zur Mitte. Ja. Versuch immer, dass du die Flasche noch siehst. Von vorne. Ja, und lass mal ein bisschen hängen und schüttel dich durch. Ja. Und immer nachschaue. Drehe mit der Ausatmung und nachschaue. Ich möchte so ein paar Übungsideen geben. Sägen. Was man mit der Flasche machen kann. Ja. Und dann Schulterkreise. Und komm nochmal frontal. Und wir machen mal öffne. Schließe und nach oben auf die Zehe. Ja, also öffne, schließe und auf die Zehenspitze. Ja, wieder Ausatmung tief und halbe Höhe und nach oben. Ja, öffne, schließe und nach oben. Ja. Kannst ein bisschen variieren. Zipfelmütze. Ja. Öffne für Schulterblattmuskeln. Schließe Brustmuskulatur. Zipfelmütze. Knie nach außen. Ja. Und Zipfelmütze. Tief, schließe, hoch. Und dann dreh dich auf eine Seite, Körpermitte ist fest und schwing. Nach unten lächeln. Und mal nach hinten. Öffne. Handfläche zeige zum Himmel. Jawohl, Schulterkreise. Wechsel mal die Seite aus der Hüfte schwinge. Ruhiger Punkt anschaue. Und der Hüftbeuger entspanne. Schwipp-Schwapp-Effekt. Gut für die tiefen Muskeln. Große Schrittstellung und öffne. Brustmuskulatur dehne, Handfläche zeige zum Himmel. Ja. Und dann sind wir nochmal in der Grätsche und wir ziehen hoch und tief. Mach so einen Wechsel, hoch und nach hinten.
Schulterblattmuskeln nach hinten unten. Gerade Rücken. Rückenmuskeln. Jawohl, Kreis wieder mit den Schultern. Wir stellen uns auf ein Bein und schwinge aus der Hüfte. Und die Flasche gehe gleich. Ja, gut für die tiefen Muskeln. Wechsel mal. Powerhouse aktivieren und gehe gleich schwinge. Auch gut für die Hüftgelenksbeweglichkeit. Ja. Dann komm auf eine Seite, stell dich auf ein Bein, Standbein ist leicht gebeugt, Flasche nach oben und geh tief und nach hinten ziehe. Der hintere Anteil vom Delta-Muskel mit dabei. Delta-Muskel stabilisiert auch die Schultern. Oder etwas anstrengender, du schaust, dass das Knie beim Sprunggelenk bleibt und gehst hier etwas tief. Schultern tief. Ja, große Schrittstellung. Wenn du willst, kannst du etwas tief gehen. Ja, acht drauf, dass das Knie über dem Sprunggelenk bleibt. Nach hinten schiebe. Wieder Ausatmung, tief gehe. Letztes Mal. Ja, stell den Fuß ganz normal nach hinten ab. Nimm die Flasche mal vors Brustbein und dreh. Ja, mach die Brustwirbelsäule beweglich. Wir rutschen zurück und dehne Oberschenkelrückseite. Bizeps und Trizeps. Beuge Bizeps. Strecke Trizeps und hintere Delta-Muskeln beim Strecke. Ich lasse mehr Fäden. Kreis mit den Schultern, wir wechseln die Seite. Stell dich Standbein leicht gebeugt auf ein Bein und zurück. Erstmal beide Füße stehen lassen. Zurückschiebe, wieder Ausatmung. Und wenn du mehr machen willst, schau, dass das Knie vom Sprunggelenk bleibt und etwas tief gehe. Kontrolliert nach hinten und etwas tief. Schulterblätter nach unten. Und zurückschiebe. Wenn es dir eh zu viel wird, dann leg deine Wasserflasche einfach weg. Und mach ohne Gewicht. Schulterblattmuskeln nach oben. Einatmung hoch und Ausatmung tief. Ja, beim letzten Mal stellen wir es eben ab und wir drehen. Schulterblätter nach unten. Und
Rutsche zurück. Wir dehnen unsere Oberschenkelrückseite und auch unseren Ischias. Und mache Fußspitze auf und ab. Und für den Bizeps und den Trizeps beugen. Für den Bizeps und für den Trizeps strecken. Jawohl. Dann komm mit mir in Kniestand. Die Fußspitze aufstelle. Dehne die Plantarfaszie. Wir neigen uns etwas nach hinten. Dehne unsere frontale Faszienlinie. Ja. Lege die Flasche ab und rolle sie erstmal ganz lang strecke und rund mache. Ja. Kannst du auch in andere Winkelstellungen machen. Mehr nach rechts. Und mehr nach links. Ja. Oder du nimmst die rechte Hand und schiebst die Flasche nach links, machst einen großen Halbmond, das rechte Bein wieder zunehme und wechsel mal. Ja, mit der linken Hand nach rechts schiebe, linkes Bein dazu, großer Halbmond. Jawohl, dann leg eine Hantel oder Flasche zur Seite. Ja, wir machen Elefant, wir strecken und gehen unten durch. Und wieder ausatmen, strecken. Ja, unten durchfädeln und strecken. Wechsel mal die Seite. Andere Seite. Elefant. Ausatmung und durch ein. Drehbewegung Brustwirbelsäule, entspannt Schultermagel. Noch einmal. Ja. Wir legen mal die Flasche nach vorne und wir gehen mal in den Unterarm. Stütz und machen einen Twist. Für Planke, für die Bauchmuskeln, ist die Planke am effektivsten. Und dann kommen die Sphinx, spür die Länge in der Wirbelsäule. Und mit oder ohne Wasserflasche, Perle unterm Bauch, ziehen wir die Schulterblätter nach unten. Und dehne die obere Brust, die obere Bauchmuskelansätze und wieder löse. Ja. Schultern tief und lang ziehe. Und nochmal tief und lang ziehe. Nimm die Flasche mal nach hinten, Perle unterm Bauch. Ferse aneinander schlage und die Arme so halte oder kleine Bewegungen zueinander mache. Kopf dreht mal nach rechts und links, damit der Nacken entspannt bleibt. Kräftigt obere und untere Rücke und Schulterblattmuskeln. Jawohl, jetzt brauchst du nur eine Flasche. Ja, so für Einsteiger einfach hier aus der Schulter rolle und eine Lotusblüte gegen gleich und sich aus der Schulter ziehe und Lotusblüte. Mach weiter so, wenn es dir zu einfach ist. Unterarm unter die Schulter. Komm in Unterarmstütz und mach einfach einen Elefant oder das Nadelöhr
unten durch und lang ziehe. Ja. Noch zwei. In ruhige Lage, die Flasche griffbereit. Zieh dich ganz lang, sich recken und strecken. Beine aus der Hüfte und Arme aus der Schulter. Ja, machen wir die Beine in rechter Winkel, haben wir eine Ameisenstraße und wir schwingen erstmal gegen gleich. Ja. Kopf dreht mich zu der Flasche. Kannst auch mit gestreckten Beinen machen. Und jetzt mit gebeugten oder gestreckten Beinen. Ein Bein abspreize und wieder zur Mitte. Oder du machst gestreckt. Fußspitze mitbewege. Zur Seite. Ja, ich möchte einfach so ein paar Übungsideen geben mit Gewicht oder Flasche. Schulter, Nacken entspannen. Kinn zur Brust nehmen. Kannst auch beide grätschen und schließen. Ja, und dann stellen wir die Füße auf. Hol hoch zur Schulterbrücke, Oberarm in die Matte drücke und mach mal tief und hoch. Jetzt für die Brustmuskulatur. Ja. Kannst deinen Hebel auch etwas verlängern. Jawohl. Wir nehmen ein Bein in die Hand, kommen hoch zum Sitz und setzen uns schön aufrecht hin, machen noch was für die Bauchmuskeln, rollen langsam ab, untere Wirbelsäule und nach oben. Ja, wieder Ausatmung, untere Wirbelsäule abrollen, hoch. Etwas anstrengender bis zu der Schulterblattspitze und hoch. Ja, Wirbel für Wirbel abrollen, Schulterblattspitze und hoch. Jawohl, dann einen Seelöwe aus dem Pilates. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Rollen. Und bleib liege auf der Seite, die du noch nicht gemacht hast. Eine Flasche nach oben in einer Linie. Lotusblüte. Ja. Du rollst dir die Flasche so schräg nach oben. Das entspannt die Schulterblattmuskeln. Ja. Und drehe. So gegen gleich. Ja, pendeln in der Lotusblüte. Mach weiter so oder komm mit mir in Unterarmstütz. Unterarm unter die Schultern und Elefant. Ja. Also mit der Einatmung unten durch, mit der Ausatmung strecken. Ja. Wasserflasche hast, kannst du den Schwipp-Schwapp-Effekt nutzen. Unten durch und drehen. F ausatmen, aktiviert unser Powerhouse. Dann komm auf deine Lieblingsseite und wir entspannen noch Schulter-Nackenmuskeln. Das geht wunderbar, die Schultertropfen mit der Flasche
immer ein Schulterblatt ganz bewusst auf die Matte sinken lassen oder eine mit einer Hantel. Kopf geht in die Gegenrichtung, zum Beispiel nach rechts. Wir schauen nach links oben zur Flasche. Und andersrum. Kopf und Auge gegengleich. Entspann die tiefen Nackenmuskeln und mach die Augenmuskeln beweglich. Jetzt schauen wir mal zur gleichseitigen Schulter. Also wir schauen zu der Schulter, die sich anhebt. Dreh dich wieder auf die Seite und komm langsam wieder hoch mit deiner Wasserflasche zum Stand. Über den Einbeinstand wieder nach oben, Schulterkreise. Ja, zieh dich auseinander, weg vom Hinterbein, seitliche Faszienlinie dehne. Und loslasse und weg vom Hinterbein. Ja, ich zeige es dir noch von hinten her. Loslasse und weg vom Hinterbein Richtung Himmel hoch. Loslasse, weg vom Hinterbein. Ja, und dann lass beide mal sinken. Schön aufrecht und eine Shin-In-Position. Wir tun mal den Kopf nach links neigen, nach rechts lächeln und schaue nach links unten. Und hier einfach so kleine Pendelbewegungen mache. Ja, zieh den Schulterkopf etwas aus der Pfanne. Mach mal weiter so. Ja, weil die Supraspinatussehne, eine Sehne der Schulterrotatoren, der Schulterdreher, zieht unterm Schulterdach durch, hier zum Oberarm. Und wenn man etwas Zug drauf mache, wird sie entlastet. Ja, wir wechseln mal, Shin-In-Position, Kopf nach rechts neigen, nach links lächeln. Und wir schauen nach rechts unten und die Flasche so ein bisschen pendeln. Schön aufrecht. Ja. Genau. Also, wenn du auch mit der Schultersehne entzündet oder verkalkt sind, hilft oft so Pendelübungen. Ja. Genau, das entspannt auch uns. Hier, Schulternacken schön aufrecht und pendeln. Das könntest du machen, wenn du eine Sehneansatzreizung hast. Schafft mehr Platz unterm Schulterdach. Und dann ziehen wir uns nochmal ganz lang, sich recken und strecken. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Gut gemacht. Gerne mal den Kanal kostenfrei abonnieren und die graue Glocke drücke, damit kommst du immer Info, wenn ich wieder ein Video online stelle. Und ich freue mich natürlich über einen Kommentar, wie dir die Übungen gefallen haben oder gut getan habe. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.